Das war's. Die erste Kandidat wurde aus Amira Pochers Sendung My Mom, Your Dad rausgeworfen. Während es in ihrer eigenen Ehe mit Oliver Pocher gewaltig kriselt, spielt Amira im TV den Amor. In ihrer neuen Sendung My Mom, Your Dad sollen Männer und Frauen mit Hilfe ihrer Kinder verkuppelt werden. Doch ein Kandidatin schoss sich mit seinen unverschämten Aussagen gleich ins Aus. Kandidat Viktor sorgte für Stunk. Der dreifache Papa Viktor war mit seinem Sohn Philipp nach Kreta gereist, um endlich die große Liebe zu finden. Doch immer wieder fiel der 53-Jährige durch Macho-Sprüche auf. Über Kandidatin Gudrun sagte er beispielsweise: Gudrun ist eine Frau, die man sich nimmt, weil sie ja so schüchtern sei. Beim gemeinsamen Essen mit den anderen knallte es dann richtig. Als zwei männliche Kandidaten den Tisch für die Damen deckten, kommentierte Viktor abfällig: Der dienliche Mann, der kommt nicht an. Ein Unding für Kandidatin Tanja. Bei ihr war der Macho-Mann damit unten durch. Die Quittung ließ nicht lange auf sich warten. Ihr werdet jetzt zusammen entscheiden, welches Elternteil die Villa verlassen muss, erklärte Moderatorin Amira den Kindern der Single-Eltern. Ihre Wahl fiel wenig überraschend auf Viktor. Auch sein Sohn Philipp musste zugeben: Ich gehe weniger davon aus, dass jemand Passendes für meinen Vater dabei ist. Für seinen Vater kam die Entscheidung dagegen überraschend. Damit habe ich nicht gerechnet. Tja, so kann sich man irren.